Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder geschafft. Wir sind tatsächlich sogar einigermaßen im Zeitplan auf dem Weg zum Wörthersee. So, das heißt, wir haben uns 3 Uhr in der Firma getroffen. Wollten um 5 bei Christian sein. Firma Lackwelt in Oechsleben sind für uns so 130 Kilometer. Mussten noch alles zusammenpacken. Haben auch alles zusammengepackt. Und jetzt ist es 11 Minuten nach 5, sind aber gleich da. Das heißt eigentlich entspannt. Ja, die letzten Tage waren wieder anstrengend, aber ich sage immer wieder, Wörthersee ist für mich neben Essen Motorshow so, sind das so die 2 Hauptevents des Jahres, die sich immer wieder lohnen. Haupttreffen am Wörthersee, werden direkt einige fragen, was machen die jetzt am Wörthersee, ist abgesagt. Aber der ein oder andere, der sich benimmt, darf bestimmt zum Urlaub machen, trotzdem hinfahren. Das heißt, wir freuen uns jetzt auf eine geile Zeit, haben uns ein paar Sachen für die Community überlegt. Wir werden mal ein paar Treffen machen, ein paar Autos vorstellen. Ich habe mal einen Wagen mit. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein paar coole Videos freuen. Und ja, wir werden das Ganze so ein bisschen Roadtrip-mäßig begleiten. Ein bisschen was für den Autos erzählen und so weiter. Kennt ihr ja schon. Kurz zu den Autos. Oma Golf läuft seit gestern wieder. Großer Turbolader, andere Nockenwellen. Alle Schläuche gegen Schellen ersetzt. Ist hinter uns auf dem Trailer. Dann haben wir ja unseren Goldbarren noch schnell fertig gemacht. H&R Gewinde rein. BWS Le Mans von Tom drauf. Eine dicke Pelle drauf. Also quasi eine Serienrad-Reifen-Kombination. Und feiere ich. Wirklich. Also ist schon wieder so weit, dass, als das Ding jetzt 2 Tage lang bei uns auf dem Hof stand, man kommt auf den Hof und denkt sich, Alter, was ist das für eine Flunder? Ist immer wieder Wahnsinn, was so ein bisschen Tiefe und so weiter ausmacht. Umso mehr bin ich gespannt drauf. Deswegen haben wir dieses Video vorm See noch rausgebracht. Ist, wie ihr das Ganze so seht. Wie eure Resonanz so am Wörthersee ist. Oma Golf ist ja schon bekannt wie ein Butter unter unten. Aber ich denke mal, mit dem Goldbarren, das wird jetzt auch recht schnell gehen. So, was machen wir jetzt? Auf der Tour halten wir jetzt als allererstes bei Christian an, weil da steht der BMW. Den konnte ich zum Glück da stehen lassen. Der ist durchpoliert, der wird aussehen wie eine 1 Plus. Leider stippelt es gerade noch ein bisschen. Ich hoffe, das hört gleich auf, weil wir überführen jetzt den BMW zu Max. Der macht den, ich sag jetzt mal, ready für den Wörthersee. Das Auto ist bisher keinen Meter gefahren, außer auf dem Trailer und zurück. Das heißt, der kriegt gleich die ersten Meter. Wird wirklich ein epischer Moment. Ich werde nicht selber fahren, ich lasse Marius fahren. Die fahren hinter uns nämlich den Lexus gerade auf Achse, weil ich möchte es einfach genießen, dieses Auto von außen zu sehen und möchte dann lieber mit Max zusammen am Wörthersee die erste Runde fahren. Es ist mir nämlich eine große Ehre, dass er dieses Auto am Wörthersee bewegt. Er hat das Auto größtenteils eigentlich gebaut. Da steckt sein Herzblut drin, das heißt, er soll das Ding auch gerne wird er sich fahren. So, das heißt, wir müssen jetzt hoffen, dass es trocken bleibt und dann mal gucken, was euch in dem Video noch so erwartet.
Spruch. Ja, Max. Bamberg angekommen hier. Jetzt sitzt er endlich mal in einem echten japanischen Auto hier. Edler Stoff. Aber steck mal bitte in die Schlüssel rein. Wie, wann das schon reagiert? Eieiei. Krass, ist krass. Ist, aber als wenn du ein Gewisch bekommst. Muss man hier nicht entriegeln? Nee. Kann man einfach. Das anmachen, ne? Achso, dann geht's. So wie man halt automatisch fährt, ne? Sorry, ich bin. Ja, das ist schon eine andere Nummer. Aber geil, ne? Alter, Junge. Ihr fahrt wirklich so, ne? Das ist ja. Und solche Ideen muss ja erstmal kommen, ne? Aber ich sag dir, das ist so komfortabel, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich war ja schon des Öfteren mal in China und auch in Japan und Kollegen von mir, die fahren ja alle so Lexus, weiß ich was, es gibt 300, 400, keine Ahnung, aber immer, du hast auch diese Sitze, allein wenn du dich schon reinsetzt, ne? Ja. Oh, herrlich. Ja. Und hinten ist noch krasser. Also Schweden. Hinten ist wirklich... Und der hat jetzt hier 2JZ-Sauger. Ja. 2JZ-Sauger und 300 schon auf der Uhr, ne? Pass auf, und wenn ich dir jetzt... Diesen, man könnte glatt denken, das wäre wieder von dir so ein geliebtes Japan-Auto, aber war die ganze Zeit in Deutschland. Okay. Oh ja. Picobello, ey. Ja, das sieht gut aus, ja. Aber der ist jetzt nicht so, dass die Japaner damals vorgesehen haben, jetzt einfach einen Lader drauf zu klatschen. Die passt gar nicht so dicht zum Kolbenkurbelwelle, alles anders, oder? Nee, so viel nicht. Also ist schon so ein bisschen so, dass Kanäle anders sind. Also kannst du zum Beispiel nicht vom Turbo die Ansaugbrücke draufschmeißen, kannst du nicht vom Turbo den Krümmer draufschmeißen und so. Also das ist schon anders. Aber prinzipiell ist es schon gleiche Blocke und so weiter. Was hat jetzt Leistung? 222 PS. Aus? 3 Liter. 3 Liter? 2 Liter. Was hat der Philipp jetzt damit vor? Waren aber gemessen, was haben wir gemessen? 219, glaube ich. Also 219 hat er noch. Also steht noch gut im Saft. Nach 300.000 kann man nicht sagen, ne? Steht schon gut im Saft. Der bleibt jetzt ein Sauger, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, mal abfahren. Okay. Aber ja, den konnte ich gut sehen, ne? Mhm. Garantiert rostig gewesen, schnell lackiert. Mhm. Und auch ganz wichtig hier schon die Tuning-Deckel. Als du mir Bilder geschickt hast, dachte ich erst, das ist Verarsche, aber... Ja, aber wenn du den von ein bisschen von der Seite so mal anguckst jetzt mit der Felge und so... Ich finde, es hat so ein bisschen was so von auch jetzt mit den Pellen so wie so USA, so ein bisschen Nesca-mäßig so, weißt du? Ich habe vorhin schon gedacht, ihr habt irgendwelche Husia-Dragster Reifen. Nein, der hat witzigerweise gleiche Reifengröße, glaube ich, wie C-Klasse, aktuelle C-Klasse. Schon so ein bisschen E30 M3 angeformt, ja, ne? Also. Rallye Golf E30. Ja. Ich finde auch, also das Ding hat echt fast ein E30 M3. Also Potenzial ist auf jeden Fall. Allerdings eine Sache, ne? Bildschön, also muss ich wirklich sagen. Die wir definitiv angehen werden, ist, die verstehen wir nicht. Die machen das ganze Heck auf jeden Fall kaputt. Ja, die müssen da weg. Die müssen da weg. Heckklappe clean und dann... Ja, wenn die weg sind, dann ist... Ganz anderes Auto, glaube ich. Da muss man eine Vision haben. Aber hat auch irgendwas, muss ich sagen, von dem, was ist das, Civic oder Accord? Ich glaube Accord Limo oder so, die Rückleuchten irgendwie. Aber was man ganz ehrlich sagen muss, wir sind losgefahren, die letzten zwei Tage das Ding übelst gefeiert, seitdem der so flach ist. Ne? Und wenn du jetzt natürlich den BMW daneben siehst, denkst du natürlich doch, okay, ist halt doch eine ganz schöne Wurst. Ne? Neben dem E46. Okay, alles klar. So. Jetzt haben wir auf der To-Do-Liste Max den Japan-Lexus gezeigt. Sehr gut, können wir auch abstreichen. Das heißt, wir fahren jetzt weiter zum Wörthersee. Du kommst wann? Heute ist Mittwoch. Freitag Nacht fahren wir los. Also Freitag, Samstag früh. Samstag. Kommt ihr mit zur XSK Samstag? Ja. Alles klar. Weiter jetzt geht's, oder? Geht's weiter. Keine Ahnung, wohin. Mal gucken. Ja, wir steigen mal unterwegs wieder ein. Mal Abfahrt. Los geht's. Hier in dieser Karre drin liegt beide so. Das ist so geil einfach. Ja, wir haben so eine Goldkette. Wir müssen mal so eine Kette mal mitnehmen sollen. Du hast heute irgendwie auf mich abgesehen, ne? Ja. Ja, und ihr beide in der Karre, wie ist das jetzt so? Nach dem BMW gerade? Massagesitze fehlen aber, ne? Sonst aber tatsächlich. Ich hätte gedacht, das fährt bescheidener in der Höhe. Das ist eigentlich ganz entspannt. Aber Joni hat es ja auch gut eingegruft. Also ich denke mal, er macht sich jetzt ein Taxischild aufs Dach und daneben Gewerbe. Philipp will schlafen oder? Ja, ich glaube trinken. Ah, Mario sagt, du willst nicht mehr fahren, weil du trinken willst. Pass auf, ich sage dazu Folgendes. Es gibt zwei Gründe, warum wir immer Bus fahren. Nee, in dem Fall zwei Gründe, nicht zwei Varianten. Grund Nummer eins ist, wird der eine oder andere Zuschauer verstehen, ne? Grund Nummer zwei ist, man könnte denken, wir ziehen um. Nein, wir fahren nur zum Wörthersee und haben ja noch nicht mal Teile mit. Es ist alles voll wieder. Also man kann auch nicht mal mehr auf der Rücksitzbank wieder sitzen. Keine Ahnung. Aber wir schaffen es immer wieder mit Sprit, Werkzeug, ein paar Reifen, Bier, Koffer. Zack, ist alles voll. Ja, ich nehme auch immer ein paar Reifen mit aufs Treffen. Normal, ne? Ja, klar. Normal. Normal. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal mit Lumo zum Wörthersee bin, da habe ich Antriebswellen,
Differential und Reifen hingeschickt, weil ich es in der Limo nicht mitnehmen konnte. Damit ich vor Ort Teile hatte, falls was passiert. Ja, okay, gut. Ja, okay, gut. Weiter geht's. Alles klar. Man wird da, würde ich sagen, oder? Goldbarren doch durchgezogen, oder wie? Aber komplett. Fährt fantastisch, wirklich. Also, es war so komfortabel. Als wir eben gerade schon wieder rückblickend das Ding da runter gesehen haben. Der steht gut, ne? Schön begeistert. Ja, okay. Ich will vorschlagen, abladen. Ich checke schon mal ein. Dann werden wir wieder so viel Scheiße mit. Dann können wir das zusammenpacken. Dann gucken wir mal. Machen wir. Alles klar. Machen wir? Ich würde sagen, Bierkästen nach unten und Taschen rüber. Der eine oder andere wird sich mit Sicherheit fragen, wie wir mit Oma Golf hier überhaupt fahren. Relativ einfach, wir schleppen tatsächlich unser Ethanol immer mit. Das ist fertig gemischt. Ethanol und Sprit. Und nur so geht das hier. Weil in Österreich gibt es auch kein Ethanol mehr. Ja. Okay. Klingt gut. Aber wir brauchen so einen Wagen, ne? Weil ohne läuft nicht. Optisch passt der so ein bisschen zum Goldbarren, finde ich. Aber wenn wir jetzt, was ist das? Wasser auch mitnehmen? Ja, wenn wir jetzt einen Wagen haben, ich hab's gekauft. Ich dachte, kann jeder sich eine Flasche an der Stelle. Es gibt auch mehr Wagen, ne? Sonst ja, nee, nee. Wasser. Wir müssen nur geschickt packen. Jetzt ist das hier. Dann kriegen wir das drauf. Ja, immer wieder geil wird er sehen. Drei Leute im Goldbarren hier. Jetzt muss ich ohne Scheiß gerade mal sagen, wir haben das Auto hinten auf dem Casino-Hotel-Parkplatz abgeladen und es kam schon der Erste an. Und hat gefragt, also beziehungsweise hat gesagt, er hat schon gerade ein Foto von Goldbarren gemacht. Also der Name Goldbarren hat sich schon durchgesetzt. Obligatorisch, jetzt ist 18 Uhr. Es ist geilermaßen noch wenig los hier. Das heißt, wir können jetzt hier einfach mal ganz entspannt eine Runde durch Feld cruisen. Ja, und dann, was gehört natürlich am ersten Tag nach 1000 Kilometer Anreise dazu? Autowaschen. War sonst immer schwierig am See, weil es hat wirklich lange gedauert. Ich habe kurz eine Anmerkung. Können wir ein Fenster gerade mal zumachen? Ja. Weil es zieht sehr ins Mikrofon. Ich weiß nicht, ob der Ton hier gewährleistet werden kann. Danke. Normalerweise immer ewig lange anstellen, aber wir haben eben gerade schon gesehen, da ist wenig los. An alle, die zu Wörthersee kommen, wenn ihr weiterhin wollt, dass dieses Wörthersee-Treffen stattfindet, benehmt euch einfach alle ein bisschen. Es muss nicht unbedingt immer der erste Gang sein, es muss nicht der Burnout sein, es muss nicht die Launch Control sein. Wenn sich hier jeder ganz normal benimmt, dann passt das schon. Aber man darf auf der anderen Seite auch immer nicht vergessen, dass gerade hier so die ganzen Eisdielen und so weiter, die leben halt schon von dem Seetourismus auch. Ne? So, jetzt seht ihr auf jeden Fall gleich, da müssen wir mal langsam vorbeirollen, die mit exklusiveste Sammlung hier. Also wenn ich das schon sehe hier gerade. Von Jason. Mal gucken, vielleicht kriegt er das nachher zum Abschluss nochmal in Ruhe oder so. Alter, im Leinenhemd. Schlag ein! Ein Platz habe ich noch. Ja. Willst du gleich mitfahren? Was geht denn? Ja. Also, ihr habt ja einen mega Stachel dran. Echt? Ja, bist jetzt viel mehr wiegen, weil ich mal seriös angezogen bin. Einmal waschen. Bis später. Ja, Engländer, der wirklich seinen ganzen Fuhrpark hier mit hinbringt. Aber ein CGT, ja, ich weiß Bescheid, alles klar. Ja, also auch alte Autos, auf geil gemacht. Also falsch, die müssen wir in Ruhe euch nochmal vorstellen. Vielleicht hat Jason, kommt aus London, ja Bock, uns die einzeln mal ein bisschen zu zeigen. Brauchen wir allerdings wirklich Zeit für, weil alleine die E30 M3, Ford Escort, Rallye Golf, dann so ein Clio, was hat er noch gerade mitgehabt? Habe ich gerade ein Integrale 964, Lancia Delta Integrale, also wirklich alles, was das Herz begehrt. Und wirklich alle, idealerweise müssen wir es eigentlich mit Max zusammen machen, wenn der hier ist, weil die Kisten sind wirklich alle 1 plus restauriert. Also wirklich gut. So, hier ist jetzt gleich übrigens mit die assigste Stelle für den Oma Golf. So, ich mache Fenster runter.
Du wirst es gleich hören. Wollen wir Marius quälen oder so? Weil du rollst hier im ersten Gang so mit 4000 Römer. Aber scheiße ist halt, wenn Stau ist, ne? Dann ist hier voll Katastrophe. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal einmal an der Mischke vorbei. Gucken, ob da schon was los ist. Cruisen da mal einmal runter. Und fahren dann erstmal essen. Auto waschen. Und dann essen. Das Krasse ist halt, am Wochenende wird man selbst hier schon wieder nicht mehr fahren können. Da ist überall immer Stau. Boah, ein paar Autos sind schon da, aber ja, ist echt noch ruhig. Ja. Deswegen würde ich sagen, waschen wir hier. So, alles leer, können wir direkt durchfahren. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Also Polizeipräsenz gleich null und ist auch nichts los hier. Aruhn auch schon da. Da steht er. Ja, da sehe ich dich auch rein. Hi. Okay, dann waschen wir erstmal, oder? Yes, so geht's. Aha. Lehmeier drückt erstmal den Rückwärtsgang wieder rein. Ja, das gucke ich mir nur kurz an hier. Auf jeden Fall die dezente Akustik hier wieder. Na? Erste Fahrt nochmal hier am See wieder. Ja, wie letztes Jahr, Marius. Tipp an. Wie geht es hier? Wie fühlst du dich? Es ist leer, ne? Es ist gar nichts los, man kann mal fahren. Die Kupplung geht, aber der Rest da ist ja. Da müssen wir nochmal ran, sagst du. Da muss das Laptop nochmal gezückt werden. Erstmal waschen jetzt, ne? Erstmal waschen jetzt. Sehr gut, alles klar. Ob das mit der Akustik hier geht. Das Geile am Wörthersee ist halt, hier kann man tatsächlich die Autos, wenn jetzt wie heute kein Stau ist, mal ein bisschen fahren. So, wir haben an dem Oma-Golf eigentlich alles umgebaut. Das heißt, Nockenwellen, Abgasgehäuse, Ansaugbrücke ist jetzt dicht, haufenweise andere Sachen. Das heißt, wir müssen jetzt wir können natürlich unsere alte Abstimmung behalten, aber wir mussten eben gerade schon die Basis wieder anpassen. Das heißt, meistens sind es immer Leerlauf und dementsprechend auch Gemisch im Leerlauf. Das heißt, als allererstes mussten wir gerade den Leerlauf überhaupt erstmal wieder einregeln. Da gibt es eine sogenannte Duty Cycle im Idle für, im Leerlauf. Das heißt, wie stark die Drosselklappe auf zu macht, vom prozentual gesehen. Die mussten wir deutlich hochziehen, was ein Zeichen dafür ist, dass die Nockenwellen schon sehr aggressiv sind. Sieht man auch daran, dass das Auto im Unterdruck, im Leerlauf kaum noch Unterdruck macht. Haben wir jetzt aber hinbekommen. Jetzt fahren wir einfach mal die ganzen Bereiche ein bisschen ab und passen den Lambda-Wert noch ein bisschen ab. An. Ja, sonst muss halt Marius immer sagen, wenn ihn irgendwas stört. So fahren wir schon. Also wir machen auf jeden Fall Fortschritte. Das Problem bei der Emo ist, die erkennt die Schubabschaltung über den Unterdruck. Das heißt, Drosselklappe geht zu. Er merkt, dass er ausrollt. In dem Moment soll er nicht mehr einspritzen. Nennt sich Schubabschaltung. Und wenn wir jetzt natürlich was an den Nockenwellen verändern, ändert sich der Unterdruck, den es der Motor schafft, gegen die Drosselklappe in die Ansaugbrücke zu saugen. Und dementsprechend muss man diese ganzen einzelnen Parameter wieder einzeln neu rausfahren, bis es dann wieder schön läuft. Aber wir fahren die ganze Zeit ohne Lambda-Regelung, mit Absicht, damit das Auto erstmal in Anführungsstrichen doof schon vernünftig funktioniert. Und jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass das Auto schon gut um Lambda 1 fährt. Also ich denke mal, für heute reicht das auf jeden Fall erstmal. Und dann gucken wir mal morgen, wie es mit dem Kaltstart aussieht.
vorne, hinten, links, beides. Willst du? Ich hab an. Hast du auch an? Ich hab auch, ich film auch, ja, ja. Cool. Kevin, du siehst einfach fantastisch aus heute. Danke. Heute. Ja, Alex kennt man ja grundlegend. Nein, aber dass du mit dabei bist, hast du schon gesagt. Also wir haben uns schon ein bisschen unterhalten heute. Okay, sehr gut. Ja, ja. Alex begleitet uns nämlich auf unserem Alex auch dabei, ja, ja. Ehrengast mit bei uns im Apartment. Verkrumpt noch ein paar Bierpullen. Verkrumpt, genau. Kriegt vielleicht noch ein paar vergoldete Bierpullen. Mal gucken, was wir noch so machen. Ganz gut, ich filme, ja? Alles klar, alles klar. Auto läuft soweit? Kann man jetzt mal rumfahren, alles angepasst. Die Tendenzen gehen dahin, dass es in die richtige Richtung geht. Das heißt, wir mussten das Auto massiv anfetten, was dafür steht, dass sie noch mehr gut funktioniert. Ich würde sagen, an der Stelle reicht für heute. Wenn dieses Video online geht, habt ihr nämlich noch die Chance, zum Wörthersee zu kommen. Ich kann es euch nur empfehlen. Geiles Wetter. Alles entspannt hier. Danke fürs Zuschauen. Und beim nächsten Video geht es am Wörthersee auf jeden Fall weiter. Ciao. Ciao.